Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 auf der Zielonka. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade dabei, mit dem John Deere zum Händler zu fahren, weil ich habe hier ein paar Gerätschaften, die ich entsorgen bzw. gewinnbringend hoffentlich noch einigermaßen verkaufen möchte. Ja, und zwar den Tiefenlockerer, denn wie gesagt, den werden wir nicht benötigen. Und ich habe hinten die Saatmaschine, die werde ich auch verkaufen, denn vielleicht sieht man es schon da hinten in Blau, Lemkenblau, da steht nämlich jetzt schon was Neues. Und wir werden jetzt erstmal die normale Saatmaschine verkaufen und ich habe eine Einzelkorn-Saatmaschine hier erworben, die ich jetzt einsetzen möchte. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ich hätte gerade ausfahren können. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir die direkt einsetzen können aufs gepflügte Feld oder ob wir da doch mal drüber müssen und sozusagen ein Saatbett erstellen. Das will ich gerade noch mal kurz antesten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der Vorteil von der Maschine ist 6 Meter Arbeitsbreite. Und es wird gleich mitgedüngt. So, was kriegen wir denn dafür noch? Dafür kriegen wir noch 5708. Sehr schön. Wächter mit. Soll verkauft werden. Und da haben wir einmal, ja, ich weiß es gar nicht, eine Kreiselecke. Und das war hier die Saatmaschine. Okay, das bringt zusammen nochmal 12.000. Sehr gut. Okay. Wie gesagt, wir werden sowieso jetzt mal anfangen müssen, ein bisschen Gerätschaften auszutauschen. Wir haben ja einiges ausprobiert, einiges funktioniert nicht so gut. Und ich habe mich ja, wie gesagt, festgelegt mit dem Holmer, denn wenn wir hier im großen Stil arbeiten wollen, dann funktioniert das wirklich nur mit dem Holmer. So, da vorne haben wir das, ich glaube, das ist der Behälter für den Dünger. Und da hinten dran haben wir die Saatmaschine, Einzelkorn, 6 Meter. Und da kommt rein das Saatgut, wenn ich richtig weiß. Wir klappen das Ganze mal zusammen. So, Dele. Fahren zum Hof, weil dort haben wir auf jeden Fall Saatgut. Und dann bin ich mal gespannt. So, warum eine Einzelkorn-Sämaschine? Weil wir werden hauptsächlich mal in Sonnenblumen gehen. Denn die Idee ist ja, mit Kartoffeln und Sonnenblumen uns dann das Kartoffelchip oder in die Kartoffelchip-Produktion einzusteigen. Und deswegen werden wir auch da hauptsächlich reingehen, denn die anderen Sachen wie jetzt hier Getreide und so weiter, ja, das ist jetzt im Moment nicht so wichtig, weil das Stroh brauchen wir nicht und das Getreide, wie gesagt, können wir natürlich zu Mehl, aber wir werden da jetzt erstmal nicht weiterarbeiten, denn wir wollen ja hauptsächlich mit diesen neuen Feldfrüchten arbeiten, die halt eben sind Karotte, Pastinake und rote Beete. Aber wir wollen auch weitermachen mit den Feldfrüchten, die natürlich unter der Erde sind. Und das sind, wie gesagt, eben dann auch noch Kartoffeln und Zuckerrüben. Und ich war auch schon dicht dran, ein Zuckerrübenfeld zu kaufen, hatte ich die Idee. Es gibt da ein Feld. Werde ich mir noch Gedanken machen. So, hier müssen wir noch nicht, doch, hier fahren wir mal rein. Weil mit dem Holmer könnten wir natürlich auch im großen Stil die Zuckerrüben. Wir müssen ja nur das Front- bzw. das Schneidwerk austauschen. Okay, so, wir schauen jetzt mal. Wie gesagt, ihr werdet jetzt mit Sicherheit besser wissen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich dann hier wirklich ansehen kann, wenn es gepflügt ist oder ob ich das erst noch grubbern muss. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn mit der Maschine muss man so oder so vorher gegrubbert haben. Und dann werden wir uns noch schnell einen Grubber kaufen für den Fiat und dann soll der über das Feld pesen. In der Zwischenzeit ist ja unser Massey Ferguson, den wir ja in der letzten Folge ja gekauft haben, unterwegs und pflügt die Felder, damit wir hoffentlich entsprechende Erträge und Umweltboni-Werte erwirtschaften. So, da habe ich da vorne noch das Material aus der alten Saatmaschine. Das müsste ich doch jetzt hier aufgenommen bekommen. Augenblick, ich schalte mal die Hilfe ein. So, weil wenn man nichts weiß, dann ist es immer gut, wenn die Hilfe dabei ist. So, okay, das ist das Saatgut. Ja, also viel passt da nicht rein, das ist richtig. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier noch ordentlich... Ach, fahren wir vorne rum, was soll's? So, wenden wir hier. Kann man da eigentlich aufmachen? Abdeckung öffnen, ja klar. Okay. Ne, da haben wir einen Kalkbehälter. Kommen wir da vorbei? Ja, wir haben es ein bisschen touchiert, aber passt schon.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das soweit klappt. Mais wollen wir nicht, damit können wir nichts anfangen. Aber wir machen hier noch ein bisschen Dünger rein. Sehr gut. Klappe zu, Affe tot. Wir stellen erstmal um. So, Sonnenblumen sollen es werden. Die können wir nämlich dann in unserer wunderschönen Mühle, die sich da hinten befindet, neben der anderen Mühle, können wir dann dort Sonnenblumenöl herstellen. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Das wird uns immer im Prinzip der Helfer sagen und er lässt tatsächlich ab. Jo, sehr schön. Also, dann können wir hier jetzt schon anfangen mit Aussaat und er düngt auch. Sehr schön. Und jetzt will ich mal kurz reinschauen, wie das jetzt bei der Umweltbewertung aussieht für dieses Feld. So, wo haben wir es denn? Da sind wir. Okay, 84. Und ich hoffe ja, dass diese Bodenbearbeitungswert sich dann demnächst mal nach 100 bewegt, wenn wir das Ganze angesät haben. Okay, wunderbar. Sehr schön, dann werden wir hier Sonnenblumen ansäen. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch eine Saatmaschine für die Kartoffeln, weil ich glaube, die hatten wir nur ausgeliehen. Aber wir werden natürlich uns noch einen Grupper kaufen müssen. Oh ja, wie er hüpft und macht und tut. So, 6 Meter Breite, das ist schon ordentlich. Damit können wir auf jeden Fall gut arbeiten hier auf den Feldern. Die gute Lemken. Ja, okay, da geht auch ein bisschen was raus, aber das reicht auf jeden Fall. Da müssen wir halt zwischendurch noch ein bisschen einkaufen und nachladen. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das ganz, ganz gut. Die Lemken. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was denn unser Messi macht. Ist der schon fertig? Oh, der ist schon fertig. Okay, dann bringen wir den aufs nächste Feld. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, sehe ich gerade. Ich denke, da unten auch. So. Den können wir ja bis auf fast 300 PS, ich glaube 305, also schon über 300 PS können wir den noch hochrüsten. Und da haben wir natürlich dann auch eine ordentliche Zugmaschine für größere Maschinen, also auch für größere Saatmaschinen. Ja, okay, der Kollege dahinter arbeitet. Ich war jetzt gerade wieder mal ein bisschen, ja, ein bisschen irritiert mit den Helfern auf der Placey. Da weiß man ja nie. Okay, da drüben dieses Feld, was gekalkt ist, das müsste unser sein. Das habe ich vorhin, das habe ich in der letzten Folge gekauft. Auch da werden wir dann was draufpacken. So. Und unsere wunderschöne neue Mühle. Ja, zugegeben, die hat jetzt gerade nicht viel zu tun. Wir könnten natürlich, wir haben noch ein bisschen Sonnenblumen drin. So. Dann packen wir das wieder ein. Dann fahren wir mal rüber zu unserem neuen Feld. Sehr schön. Und dann werden wir da, wie gesagt, auch mal pflügen. Gekalkt scheint es ja zu sein. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Okay. Aber jetzt erstmal checken, ob das wirklich jetzt unseres ist. Gehört dir. Da fällt mir auch gerade ein, ich glaube, da habe ich noch gar nichts gekauft. Warte mal, die Bodenbewertungen. Zack. So, Bodeninformationen kaufen für 2000. Jo, okay. So, was spricht er denn jetzt? pH-Wert gut. Okay, da müssen wir jetzt nichts machen. Stickstoff ist natürlich klar, da muss was gemacht werden. Ansonsten ist es ja so, dass dieses Feld wohl auf einen Wert von 100 kommt. Also da werden wir eine ausgeglichene
Ertrag haben, Ertragswert von 100%. Aber das ist jetzt ein ordentlich großes Feld. Da denke ich, da packen wir jetzt auch erstmal die Sonnenblumen drauf. Denn wenn wir die weiterverarbeiten zu Sonnenblumenöl, dann haben wir da auf jeden Fall auch gute Ertragswerte, beziehungsweise kriegen wir gute Preise und haben nicht nur gute Besserungen. So, jetzt los geht's. Da kann er auf jeden Fall frisch, fromm, fröhlich vor sich hin arbeiten. Und ich hatte eigentlich überlegt, dieses Feld, ja, da sind Zuckerrüben drauf, das hätten wir auch kaufen können. Das da drüben, das ist somit das größte Feld meines Wissens hier auf der Fläche, auf der Karte. Ja, aber vielleicht auch ein bisschen zu groß. So, wo ist jetzt er? Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt noch eine Kartoffelsaatmaschine kaufen. Eine Kartoffel hier im Gebrauchtshop war leider nichts. Natürlich wäre hier diese Amazon wäre interessant gewesen, aber dann hätten wir auch den Trecker hochrüsten müssen. Und natürlich für das Thema Sonnenblumen oder so ist dieser jetzt nicht so interessant. Also wir mal schauen mal, ob wir dieses Jahr überhaupt in diese Richtung gehen. Raps wäre natürlich auch interessant, aber wir machen jetzt Sonnenblumen. Wobei, ich weiß, wir müssen dann noch einen Sonnenblumen bzw. einen Maispflücker kaufen für unseren Drescher, weil das haben wir jetzt nicht. Aber okay. Wir werden sehen, dass wir uns den vielleicht durch Aufträge erarbeiten. So, jetzt, was brauchen wir noch? Wir wollen nochmal schauen, weil für die Kartoffelgeschichte haben wir nichts mehr, ne? Wenn ich richtig weiß. Stopp. Natürlich, klar, da ist sie doch. Die Sämaschine. Natürlich. Hä? Ah, stopp. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. So, kann auf gepflügten Flächen verwendet werden. Ja, also, bingo. Achso, stopp nochmal. Was brauchen wir da? 60 PS. Also, das kann ohne Probleme der Fiat machen. So, dann komm. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Sie ist, glaube ich, da drin in der Halle. Dann können wir nämlich hier auch gleich in die Kartoffel gehen. Kann es sein, dass er da hinten drin ist? Nee, das ist, glaube ich, die für... Augenblick mal. Nee, das ist, glaube ich, die Fräse, oder? Nee, das ist der... Doch... ist die Fräse. So. Wo haben wir denn das Maschinensche? Hier, oder? Kann das sein, dass die hier drunter ist? Da ist sie doch. Mensch. Ups. Augenblick. Versteckt sich da und sagt nichts. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Kartoffeln oder wie oft wir die hier nachladen müssen. Das weiß ich gar nicht mehr. Sehr schön. Saatgut oder Kartoffeln? Dann machen wir doch erstmal Saatgut. Kommen wir da rum? Okay, weil das Material muss auch weg. Und dann fangen wir mal da drüben an, auf dem Feld hier schon mal Kartoffeln auszusehen. Das kann nicht schaden. Aber wir müssen sowieso mal ganz kurz schauen. Ich meine, da hatten wir doch schon Kartoffeln drauf, oder? Aber ich glaube, das spielt jetzt in dem Fall keine Rolle. Fruchtwechsel oder so weiter. Was war da drauf? Gehört dir. Okay, pH-Wert ist okay. Stickstoff muss natürlich dann noch gemacht werden. Müssen wir die Maschine ausklappen. Abdeckung öffnen. Saatgut, ach, da ist auch der Dünger mit drin. Okay, habe ich mich jetzt gerade geirrt bzw. gewundert. Aber es ist ja klar, wenn hier zwei Anzeigen sind. So. Jetzt überlege ich nur, hätte man da auch oder macht der? Nee, der macht so Dämme, gell? Der macht solche Dämme. Genau, weiß ich nämlich gar nicht mehr. So. Naja, sieht jetzt nicht wie ein Damm aus, aber... das passt doch, oder? So, was sagt er denn? Kartoffel im Wachstum. Super, das passt. Naja, ist nicht ganz so schön von der Textur. Naja, okay. So, wie weit ist er? Ah, man sieht, da ist wieder ein bisschen was übrig geblieben. So, was macht denn unser anderer Kollege?
Ja, der soll jetzt hier mal ganz normal hier. So, also wunderbar, der arbeitet auch. Sehr schön, dann ist ja wieder richtig Action hier auf den Feldern. Ich schaue jetzt gerade nochmal wegen den Bewertungen. Okay, wir sind, wo sind wir denn? Okay, zack. Ja, 8%. Wir sind jetzt wieder ein bisschen gefallen, weil wir dieses Feld hier gekauft haben und das noch nicht richtig bearbeitet haben. So, hier sind wir noch nicht bei diesem 100-Dingens. So, da läuft gerade der mit der Kartoffel drüber, jetzt sind wir auch noch nicht. Also ich gucke immer wieder hier bei der Bodenbearbeitung den untersten Balken, wann der hoffentlich irgendwann mal springt, dass der auf 100 ist. Damit wir auf jeden Fall hier deutlich nach oben gehen, was die Werte angeht. So, nee, da tut sich noch nichts. Da tut sich auch noch nichts. Okay, da ist der Bodenproben und die haben wir natürlich genommen, 14,2. Ja, ja, okay, das liegt daran, weil die anderen Felder jetzt einmal schon bearbeitet wurden. Da gehen natürlich die Bodenprobenwerte leicht nach unten, ne? Irgendwo muss der Wert ein bisschen nach unten gehen. Deswegen haben wir ja auch nicht hier die volle Punktzahl von 15, ich glaube hier. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Ja, da müssen wir auch noch arbeiten. Gut, ja doch, das sieht doch gut aus. Da haben wir noch jede Menge Material drin. Das Feld kriegen wir auf jeden Fall durch. So, er kommt den Berg wieder runter. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das hier ein ordentliches Feld gibt, beziehungsweise ordentliche Ansaat. Das sieht mir immer so aus, als wenn das so ein bisschen im Zickzack ist. Ja, 45, der ist jetzt einmal hoch, einmal runter. Und jetzt ist er schon bei 45, also den werden wir sehr häufig nachladen müssen. Ja, da bin ich am Überlegen, was haben wir ansonsten denn bei der Kartoffeltechnik an Saatmaschinen? Naja gut, die kostet halt gleich 129, aber da passen 8000 Liter rein. So, welche haben wir denn jetzt? Die hier? Ne, wir haben die hier. 800 Liter, okay. Naja. Ja gut, also es gibt nur diese Option. Entweder die hier mit 2665. Die macht aber auch 3 Meter und die macht 6 Meter. Okay, also da werden wir auf jeden Fall ummodeln müssen. Ja, ja, okay, die hat ja nur 18.000 gekostet, macht aber auch nur 1,5 Meter. Bei 11 km/h, die fährt 12 km/h mit 3 Meter, wäre also doppelt so schnell und hat natürlich doppelt so viel Material drin. Und die tut aber anscheinend auch, nee, ja, ja, klar, die düngt nicht. Die hat natürlich noch Düngefunktion mit drin, die nicht. Also das heißt, da müssen wir auch noch ein zweites Mal drüber fahren. Aber die kostet halt auch 46 und die kostet 129.000. Oje, oje, oje. Ja, und bringt eigentlich nur die doppelte Arbeitsbreite und natürlich mehr Material. Okay, 170 PS, 150 PS. Also ich denke, wir werden hier dann auf diese Maschine wechseln bei Gelegenheit. Okay, aber nicht mehr in dieser Folge. Das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein hier auf der Zielonka. Auf der wunderschönen Zielonka sind wir hier unterwegs. Und wir werden hier weiter natürlich jetzt aussehen im März. Da haben wir jede Menge zu tun. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier weiterkommen auf jeden Fall und wann wir die Kartoffelproduktion kaufen können. So, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Er ist leer, das heißt, ich bringe den jetzt natürlich wieder zum Auffüllen. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder hier auf dieser wunderschönen Map, auf der Zielonka, die wir jetzt so langsam auch im Big Farm-Modus spielen. Okay, bis dann. Ich sage vielen Dank und tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.